Oh ja, da sind sie ja, die Energiekristalle. So, die werde ich jetzt alle einsacken, damit die Top Agents sie nicht nutzen können. Und damit herzlich willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von Playmobil Top Agents. Und das hier sind also zwei Autos von den Top Agents. Einmal ein weißes Auto von den Agents sowie das Auto vom Dr. Devil. Beide Autos sind ferngesteuert. Es gibt also zwei Fernbedienungen dafür. Und die laufen also über die Fernbedienung. Wirklich tolle Autos. Und wie genau die aussehen, wie es funktionieren, zeige ich euch jetzt. Dafür reiße ich hier erstmal den Karton auf. So, komm her, Spielzeug. Das hier ist also alles enthalten. Und ich würde sagen, wir reißen erstmal die Tütchen auf. Und können mit dem Aufbau beginnen. Also, das hier ist schon mal ein elektronischer Untersatz für das Auto von den Top Agents. Und da müssen wir zuerst mal hier diese Klappe aufschrauben und Batterien einlegen. Das mache ich mal schnell. So, Batterien rein, Klappe zu. Und die Karosserie drauf. Das ist wie gesagt das Auto von den Top Agents, das ist ja das Weiße. Hier oben das Orange, das ist die Reling, da kann man sich dran festhalten. Vielleicht geht es auch ein bisschen als Überrollbügel, wenn das Auto mal kippt. Und als nächstes, damit es erstmal rollen kann, bauen wir hier erstmal die Reifen zusammen. Dafür müssen wir diese weißen Felgen in die Reifen reinstecken und das viermal. Das geht ein bisschen schwierig, also falls ihr das nicht hinkriegt, dann fragt doch mal eure Eltern, das geht echt ein bisschen schwierig. Aber wenn sie erstmal drin sind, dann hält es auf jeden Fall auch. Die klicken wir jetzt hier einmal an die Achsen an und schon kann unser Auto rollen. Okay, was das hier? Das sind richtig coole Stangen, das sind nämlich Kollisionssensoren. Und wenn da jemand gegenkommt und die sich quasi nach hinten bewegen durch den Stoß, dann leuchten überall kleine Lämpchen auf am Auto. So, die kommen zweimal an die Seite und einer oben. So. Und hier haben wir noch eine Lampe, die stecken wir vorne quasi auf die Motorhaube drauf. So sieht die aus. Das Kabel verbinden wir hier hinten noch, damit es auch Energie bekommt. Fertig. Okay, und hier haben wir das wichtigste Teil. Das ist der Energieantrieb. Und das ist wirklich toll gemacht. Schaut mal, da drin ist ein bisschen Elektronik. Hier legt ihr jetzt diesen Energiekristall rein. Und wenn ihr die Klappe dann zumacht, dann wird die Elektronik aktiviert und das Auto kann gesteuert werden mit der Fernbedienung. So, das Ganze kommt jetzt hier hinten rein. Einmal kräftig drücken, so. Und jetzt seht ihr den Energiekristall schon leuchten. Das heißt, die Verbindung ist hergestellt, das Auto ist bereit, um gefahren zu werden. Und zwar damit. Das ist die Fernbedienung dafür. Und das würde ich doch direkt mal ausprobieren. Allerdings fehlen auch hier erstmal die Batterien. Das müssen wir auch wieder aufschrauben. So, da kommen zwei normale Doppel-A-Batterien rein. Klappe zu. Und den Praxistest. Und da kommt es angedüst in einem unglaublichen Speed. Das ist vielleicht eher so ein kleiner Mars-Rover. Die bewegen sich auch so langsam. Okay, das läuft auf jeden Fall. Und das gleiche müssen wir jetzt im Prinzip nochmal für das zweite Auto machen vom Dr. Devil. Auch hier haben wir wieder den Untersatz, die Karosserie drauf. Sein Auto ist ja lila-blau. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ich sag einfach mal lila-blau. Und damit es aber wirklich das Auto vom Dr. Devil wird, was jeder kennt, kommen jetzt hier überall diese grünen Aufkleber drauf. In Dr. Devils Lieblingsfarbe natürlich. Ja, es ist schwierig hier genau die Ecke zu treffen. So, ja, das geht eigentlich, sieht gut aus. Das gleiche drüben. Einmal drüber. So. Es gibt viele Aufkleber, ja, ja. Hinten kommt einer dran. Und das hier ist schon mal die, ja, die Strahlenkanone vom Dr. Devil. Mit Energietank, die kommt dahinter direkt dran geklipst. Das gleiche auf der anderen Seite. Und auch er kriegt Kollisionssensoren. Einer links, einer oben und einer rechts. Und ihr seht, oben zum Beispiel, genau zwischen diesen zwei Stangen, da war eine dieser Lampen, die später aufleuchten werden. So, und das seht ihr, wenn ihr jetzt diese Stange quasi nach hinten und vorn bewegt, dann wird dieser Sensor aktiviert. Okay, hier haben wir auch noch vier Reifen fürs Auto. Und natürlich auch den Energieantrieb. Hier macht er wieder die Klappe auf, Energiekristall rein, Klappe zu. Und er müsste leuchten. Achso, nee, wir müssen ihn natürlich erstmal hinten einsetzen, na klar. So, also einmal einklipsen und jetzt leuchtet er. Und er leuchtet, weil dieser Energie jetzt, dieser Kristall quasi Energie abgibt
Und das wollen wir überprüfen mit unserer zweiten Fernbedienung. Ui, das ist aber ein bisschen schneller, wa? Da kommt's angedüst. So, und jetzt stelle ich euch noch alles dazu, was es noch an Zubehör gibt. Unseren Top-Agent natürlich, Dr. Devil, 5 Energiekristalle und die dazugehörige Box. Oh ja, da sind sie ja, die Energiekristalle. Die werde ich mir jetzt alle einsacken, damit die Top-Agents sie nicht nutzen können. So, dann hole ich mir mal mein Behältnis und alle rein da. Hey, Dr. Devil, was machst du da, hm? Was? Wer war das? Oh Mist, ich wurde entdeckt! Finger weg, sofort! Du denkst wohl, du kannst einfach so die Energiekristalle unter den Nagel reißen. Hey, was willst du dagegen tun, kleiner Mann? Ohne die Kristalle bist du auch machtlos. Ja, alleine vielleicht. Aber schau mal darüber. Was? Du hast Verstärkung gerufen? Okay, dann bin ich mal weg. Wir sind noch nicht fertig. Erwartet meine Rache. Dieser Dummkopf glaubt einem aber auch alles. Dann werde ich die Kristalle mal einpacken, um sie gegen Dr. Devil und seine Komplizen einzusetzen. Klickt hier für mehr tolle Geschichten.